Probleme haben wir ja auch in Hamburg. Ist natürlich schön für die Schleswig-Holsteiner, wenn das Know-how dort bleibt. Wir können es in Hamburg mindestens genauso gut gebrauchen. Sie haben es gesagt, für die Pendler nach Hamburg reinzukommen, ist eine Riesenkatastrophe. Früher sind die Pendler, haben ihr Auto in den Park-and-Ride-Parkhäusern abgestellt. Da hat die SPD jetzt vor kurzem Gebühren für erhoben, was weiter dazu führt, dass es noch unattraktiver wird, nach Hamburg zu kommen, wo das Ganze noch mit mehr Stau verbunden ist. Dann fallen im Innenstadtbereich permanent Parkplätze weg. Wir haben in Hamburg das sogenannte Busbeschleunigungsprogramm, was die Busse eigentlich nicht beschleunigt und den kompletten Kfz-Verkehr verlangsamt. Das kommt auch hinzu. Und jetzt haben wir die Grünen auch noch mit an der Regierung. Sie werden es gut finden. Die Hamburger und alle, die aufs Auto angewiesen sind, werden es schlecht finden. Da gibt es jetzt irgendwelche Fantasien mit Fahrradhauptstadt Deutschland. Ich hatte gehofft, dass die SPD das noch ein bisschen einbremst, weil auch das wird dazu führen, dass der Kfz-Verkehr weiter zum Alarm oder zum Erliegen kommt. Wir sind in Hamburg aktuell Staustadt Nummer 1. Wir haben Stuttgart wieder eingeholt und das ist natürlich die Konsequenz der letzten mindestens 4 Jahre Verkehrspolitik. Ich denke, es wird jetzt noch schlimmer werden. Wir müssen alles dran setzen, dass wir das Rad wieder zurückdrehen.